Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJOS. Die Links und Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder ein Buy First Guy. Und ihr wisst es ja, am 31.08., also in den nächsten Tagen, schließt ja das Transferfenster. Das heißt, danach sind keine Transfers mehr möglich. Deswegen will ich diese Woche noch so ein paar kleine Transfer-Predictions raushauen. Und heute haben wir Aubameyang zu Manchester City. Das Gerücht war ja schon vor ein paar Wochen mal da, dass Guardiola ja richtig interessiert an Aubameyang ist. Und jetzt gegen Ende der Transferphase ist dieses Gerücht nochmal aufgetaucht. Vor allem natürlich, weil Dembélé jetzt von Dortmund weggegangen ist und der natürlich ziemlich gut mit Aubameyang befreundet war. Ja, könnte es vielleicht jetzt auch passieren, dass Aubameyang wechselt, auch wenn ich es mir wünschen würde, dass er in der Bundesliga bleibt, weil sonst der nächste gute Spieler aus der Bundesliga weg wäre. Ich hoffe auch mal oder ich denke auch mal, dass er bei Dortmund bleiben wird. Aber man weiß es nie. Ich habe damals zusammen mit Max ein Dembélé Barcelona Prediction, Squappler schon war es damals, gebracht. Da haben alle von euch gesagt, Dembélé wird niemals wechseln. Er hat Dortmund die Treue geschworen. Und jetzt seht ihr es, Dembélé ist doch gewechselt. Das heißt im Fußball lange nichts, auch wenn man sagt, man wechselt nicht. Auch wenn die Chance unwahrscheinlicher bei Aubameyang ist, dass er wechselt, ist die Chance doch immer noch da. Ist auch egal, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder falls ihr noch nicht abonniert habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Vielleicht packen wir wieder die 3000 Likes für dieses Buy First Guy. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was denkt ihr? Welches Rating kriegt Aubameyang in FIFA 18? Ich würde mir auf jeden Fall ein 89er Rating wünschen. Ich weiß nicht, ob er das bekommen wird. Ich hoffe es zumindest mal. Schreibt es in die Kommentare, was ihr meint, Leute. Und ich habe schon angekündigt die letzten Tage. Ihr wisst es, am 1.9. kommen die neuen Nice Shirts in den Shop. Und die wird es natürlich jeweils in Blau, einmal, wie ich es hier anhabe, in Grün und natürlich auch, wie immer, in Rot geben. Diese drei Nice-Shirts in neuen Nice-Design kommen am 1.9. in meinen Shop. Das heißt, falls ihr Bock habt, könnt ihr es gerne abchecken. Eine Gratis-Autogrammkarte von mir unterschrieben gibt es wie immer auch dabei. Also, falls ihr Bock habt, checkt am 1.9. meinen Shop aus. Ich hoffe mal, ihr findet die Nice-T-Shirts nice und dann würde ich sagen, starten wir. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wir machen heute ein Bundesliga Buy für Sky. Das kommt immer am besten bei euch an. Ihr feiert es immer am meisten, wenn wir diese Bundesliga Buy für Sky machen. Und das machen wir auch heute. Und ich würde sagen, wir fangen an direkt im Mittelfeld. Mit der ersten Special-Karte, die auf dem Transfermarkt steht. Und das ist der Kollege. Wir schauen mal, wer es wird. Es lädt hier ein halbes Jahr. What up, Janic? Ich habe nicht Bundesliga gesucht. Scheiße, Mann. Sorry, war mein Fehler. Oh mein Gott. Okay, jetzt aber. Bundesliga-Spieler. Let's go, Thiago. 88er Man of the Match. Thiago ist okay. Team of the Season oder hier, Team of the Tournament, Thiago. Wäre ein bisschen fresher. Mali hätten wir auch noch gehabt, aber okay. Thiago ist in Ordnung. Man of the Match Card holen wir also. So, Thiago ist am Start und ihr wisst es ja, ich habe ja in den letzten Wochen immer diese Nationen bei für Sky gebracht. Das heißt mit Deutschland, Frankreich, Spanien, was weiß ich. Wir haben jetzt so gut wie alle Nationen einmal durch. Ein paar werden auf jeden Fall noch kommen. Und deswegen jetzt die Frage, hättet ihr Bock, dass wir das Ganze auch mit den Ligen noch machen? Also in Bundesliga, in Premier League, in La Liga bei für Sky und so weiter. Lasst ein Like da und schreibt natürlich in die Kommentare, welche Liga ihr euch als erstes wünschen würdet. So, weiter geht es. Ich würde sagen, auf dem linken Flügel mit dem nächsten Spieler auf dem Transfermarkt. Und das ist... What the fuck? Bonassi, ich bin ein Mann. Ich habe schon wieder verpeilt, Bundesliga zu suchen. Alter, ich könnte mich schon wieder auf die Fresse hauen hier. Das ist der nächste Spieler. Bailey ist es. Okay, Dembélé wäre hinten gewesen. Costa wäre auch noch am Start. Aber es wird die Wants-to-Watch-Card von Bailey. Okay, 76er Rating nur. Aber okay, holen wir mal. Ja, für 14.000. Ich denke mal, billiger werden wir den auch nicht bekommen. Naja, jetzt nicht die heftigste Karte, aber er hat ein gutes Tempo und er hat 4-Sterne-Skills, 4-Sterne-Schwachfuß auch noch. Das ist gar nicht so schlecht. So, Leute, die Offensive haben wir gemacht, beziehungsweise Mittelfeld haben wir jetzt. Offensive auch schon einige Spieler. Das heißt, wir machen weiter in der Defensive. Und das ist Hummels, sogar der 89er in Form. Once-to-Watch-Hummels wäre hier auch noch. Ey, 67.000. Mal schauen, wenn der Once-to-Watch billiger ist, werden wir den Once-to-Watch holen, weil, ganz ehrlich, die haben ja, ist ja genau dieselbe Karte, deswegen... Ja, holen wir einfach dann den Once-to-Watch. Wir schauen mal, wer billiger ist. Okay, wir haben Hummels als Once-to-Watch-Karte geholt. Leute, fragt mich nicht warum, aber der Hummels war 100.000 billiger. 100.000 sage ich schon. Das ist nicht 100.000, wie viel? 20.000. Genau, der andere war 97.000. Der war 67, der andere war 97. Der Inform also. Warum? Das ist genau dieselbe Karte. Das check ich nicht. Aber, naja, was soll's. Okay, wo geht's weiter? Linksverteidiger. Komm mal, Linksverteidiger. Diesmal suche ich auch nach Bundesliga, bevor ich wieder verpeile, Mann. Und erster Spieler auf dem Transfermarkt ist
Halstenberg. Okay, ein Silber in Form. Sieht man auch nicht ganz so oft. Ich muss mal schnell mich beeilen, weil der läuft nur noch 50 Sekunden. Und ich will noch kurz abchecken, ob es noch einen zweiten auf dem Markt gibt, der vielleicht ein bisschen günstiger ist als dieser Halstenberg Silber in Form. Schauen wir mal kurz. Oh, Halstenberg war der günstigste, beziehungsweise der Halstenberg, der da gerade war, war der günstigste. Es war, für wie viel haben wir geholt? 35, ja, 35.250. Ist okay. Naja, okay, was soll's. Okay, jetzt haben wir ein paar Defensive gemacht. Würde ich sagen, komm, machen wir einen Mittelfeldspieler, danach dann, würde ich sagen, den rechten Flügel. Danach den rechten Flügel erstmal. Allerdings der linke, ZM, was mache ich? Mein Verein. Ich würde sagen, komm, wir haben einen ZM gesucht, jetzt suchen wir noch einen ZDM und danach noch einen ZOM, würde ich sagen. Und das ist unser ZDM, Luis Gustavo als Movember-Card. Cater wäre noch, wäre auch nicht schlecht. Kimmich, naja, okay, es wird's. Gustavo als Movember-Card, den habe ich eigentlich relativ oft in meinen Teams in den Squad-Builder-Showdowns gehabt. Deswegen, eigentlich gar nicht so schlecht. Und weiter geht's dann, komm, auf dem rechten Flügel. Und da gibt's natürlich Robben. Dembele gibt's noch. Ja, eigentlich nur Robben und Dembele. Einer von den beiden wäre natürlich der Beste. Es gibt noch andere rechter Flügel in Form. Wahrscheinlich aus der Bundesliga, aber ich wüsste gerade nicht, wer. Vielleicht Nikolai Müller. Den hatten wir ja damals schon. Vor einer Woche oder so habe ich auch mal ein Video gemacht. Da hatten wir Nikolai Müller in dem Buy First Guy. Okay, let's go. Schauen wir mal, wer es wird. Es ist Dembele. Und Błażejkowski gibt's noch. Und Bellarabi. Ah, okay, es wird der Once to Watch von Dembele. Nicht schlecht, bin ich eigentlich relativ zufrieden mit. Und ihr seht, hier ist fast nur Robbens und Dembele auf der ersten Seite. Und halt Błażejkowski und Bellarabi. Gibt es noch einen? Cater? What? Der, hä? Cater hatte, what the fuck? Cater hatte, er hat doch rechtes Mittelfeld, stimmt, nicht rechter Flügel. Ich glaube, Cater hatte einmal einen rechten Mittelfeld in Form. Und den kann man natürlich auch zum rechten Flügel machen. Na egal, was soll's? Ey, Embolo auch noch. Was gucke ich hier die ganze Zeit eigentlich rum? Wir holen jetzt einfach hier Once to Watch Dembele. Wir schauen mal, ob es noch einen günstigeren gibt. Müller. Müller gibt's auch noch. Kreuzbandriss ist am Start. Naja, wir schauen jetzt erstmal nach Dembele. So, Dembele kommt an den Start. Und ja, ich finde es echt schade, Alter. Mann, Alter, das ist eigentlich, das passt immer so geil irgendwie. Dembele hier zu Dortmund. Allerdings wird er nächstes Jahr dann, wenn er ein paar Informs bekommen wird, wovon ich ausgehe, mit dem Barcelona-Wappen am Start sein. Naja, schade. Kann man leider nichts machen. Was soll's. Okay, weiter geht es. Würde ich sagen, auf der, ja komm, Rechtsverteidiger. Wir machen erstmal einen Rechtsverteidiger. Und zack. Oh, hier ist die Bundesliga. Okay, erster Spieler auf dem Transfermarkt wird's. Piszczek. Team of the Season. Okay, nicht schlecht. 130.000, 140.000. Schauen wir mal, ob wir den billiger kriegen. Lahm wäre noch gewesen. Der wäre auch nicht schlecht, Mann. 94er. Team of the Season. Lahm wäre sogar billiger gewesen als Piszczek. Okay, Piszczek hat heftigere Werte. Deswegen. Okay, wir holen kurz Piszczek, der dritte Dortmund-Spieler. So, Piszczek kommt an den Start. 130.000 haben wir jetzt bezahlt. Aber ganz ehrlich, Digga, das ist einer der heftigsten Rechts... Wenn nicht sogar der heftigste Rechtsverteidiger im Spiel mit Carvajal. Das geht schon in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Torhüter. Und da könnten wir auch noch, wenn es gut läuft, ein Team of the Season bekommen. Denn es gibt zwei Stück. Einmal Baumann, einmal Manuel Neuer. Wir schauen mal, wer es wird. Es wird nicht Baumann, es wird nicht Neuer, es wird Benaglio. 18.500, der mittlerweile, glaube ich, bei Monaco spielt. Also kein Bundesligaspieler eigentlich mehr, aber... Na okay, was soll's. Okay, letzter Innenverteidiger, bevor es dann zum letzten zentralen Mittelfeldspieler geht. Kolocicek ist eigentlich okay. Ich will mich jetzt nicht darüber beschweren. Nächste, ey, die dritte Once-Watch-Card. Was ist los hier? So, hier haben wir noch Orban und Süle gehabt. Aber, naja, ist okay. Also, drei One... Ne, vier Once-Watch-Karten. Hummels haben wir auch noch. Und Bailey und Dembele. Vier Once-Watch-Karten. Okay, come on. Letzter Mittelfeldspieler, ich glaube... Da kann es jetzt keine Once-to-Watch-Card mehr geben, oder? Gibt es noch im zentralen Mittelfeld? Ich glaube nicht. Ja, es gibt Pogba als zentraler Mittelfeldspieler, aber keine Bundesliga-Karte, glaube ich. Wir schauen mal, wer es wird. Dahoud. Den habe ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Bundesliga bei First Guy mache, habe ich irgendwie immer Dahoud dabei. Aber okay, Movember-Card von Dahoud ist die zweite Movember-Karte neben Luis Gustavo. Allzu bunt ist unser Team jetzt nicht, muss man sagen. Obwohl, es geht. Silber in Form, normaler in Form, Team of the Season. Movember Card, Once to Watch Card, Man of the Match Card, hatte ich die schon, keine Ahnung, und normale Gold Card, also so 7 Karten, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 7 verschiedene Kartenfarben, ist ja eigentlich ganz okay, Mann, geht klar. Und dann würde ich sagen, starten wir mit diesem Spiel, mit diesem Team ins Spiel. Ich bin gespannt auf Aubameyang und Dembele. Ich hoffe mal, die werden hier zuletzt. Ja, das ist die Kombination, wird man in FIFA 18 nicht mehr sehen. Das heißt, das letzte Mal diese Kombi hier aus Ober und Dembele. Ich hoffe mal, die beiden werden zerstören. Wir starten ins Spiel. Let's go. Okay, da ist unser Gegner und er hat dieses Einhorn-Trikot. Ich glaube, das hat man bekommen
wenn man irgendeine Squabbling-Challenge letztens gemacht hat. Und es sieht danach aus, als wenn er öfter Squabbling-Challenges macht. 4 Footy-Karten, aber sein Team hat nur 97 Chemie. Sieht ein bisschen kurios aus. Batshuayi vor dem Sturm, Perisic, Mertens, Matos als, oder Matos als Team of the Season. Ihr wisst es, sollten wir das Spiel verlieren, müssen wir wie immer das gesamte Team abstoßen. Deswegen, wir müssen alles geben, weil das Team ist schon ein bisschen was wert. Oh, Aubameyang, habt ihr es gesehen? Checkt da einfach mal. Ich weiß nicht, wer es war, weg und... Was? Ja, okay, es war eigentlich... Ja, es war kein Elfer, das war eine faire Grätsche, Mann. Bitte, da hinten steht Aubameyang frei. Entweder er bricht ab oder das Spiel leckt. Er bricht nicht. Oh mein Gott, der Ball wäre drin gewesen. Thiago läuft in den Weg. Ey, was ist das? Was geht hier ab? Aber holen uns den Ball wieder. Ey, Leute, was ist hier los? Starke Kombination. Und das ist Dahoud. Und das muss doch endlich, Mann, das Tor sein. Das gibt es nicht. Aubameyang jetzt aber. Aubameyang wieder Butland, ey. Das gibt es doch nicht. Erst Latte, dann wieder Butland. Der Typ hält eh alles. Die Flanke war wieder gut. Wieder ist Butland dazwischen. Mann, oh Mann, ey. Oh, schöner Pass, schöner Pass. Und Aubameyang ist schnell genug. Und das muss es jetzt endlich sein. Aubameyang. Und den macht er eiskalt. Zum 1:0. Perfekter Pass auf Aubameyang. Und der Typ ist eh schneller als alle anderen. Auch als Smalling. Aber der Abschluss ist natürlich auch wieder perfekt. Wieder den hier genau. Obwohl, er sah besser aus in der ersten Szene, als er dennoch war. Okay, egal. 1:0. Komm, Oba, jetzt direkt das zweite. Und das ist es. 2:0. Pierre-Emerick Aubameyang. Der Typ ist einfach eiskalt, Mann. Ganz ehrlich. Deswegen, der muss einfach in der Bundesliga bleiben, damit man auch in FIFA 18 noch ein paar Bundesliga-Teams sieht. Seht, Alter, was laber ich? Sieht. Weil wenn der Typ weg ist, ganz ehrlich, dann wird es, glaube ich, gar keine Bundesliga-Teams mehr. Vor allem in Foot Champions oder so geben, wo es ja so oder so schon kaum welche gibt. Okay, das war's. 2:0 gewonnen. Das Spiel war schneller vorbei, als ich gedacht hätte. Aubameyang kurz 2 Tore gemacht. Und das war's auch schon wieder. Okay, nice, Mann. Also, das war's von diesem Buy for Sky. Schade, Mann, ich hätte gerne noch ein paar Tore mit Aubameyang gemacht, aber ihr habt es gesehen, der Typ hat wieder gezeigt, was er drauf hat und wie gesagt, ich wünsche mir einfach, dass er bei Dortmund bleibt. Eure Meinung zu diesem Wechsel gerne in die Kommentare und wie gesagt, was ich auch wissen will, schreibt gerne in die Kommentare, was denkt ihr, kriegt Aubameyang für ein Rating in FIFA 18. Ich würde mir wünschen, wenn er ein 89er Rating oder so bekommen wird. Das Ding ist, er wird safe einen Walkout haben. Das ist schon mal geil, weil eine 88er Bewertung wird er mindestens bekommen in FIFA 18. Wenn nicht, wäre es ein absoluter Joke. Meiner Meinung nach hätte er eine 89 verdient. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, das war's dann von diesem Buy for Sky. Macht's gut, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wie gesagt, falls ihr Bock habt auf die neuen Nice-Shirts ab dem 1.9. in Grün, in Rot und in Blau in meinem Shop plus gratis Autogrammkarte. Link zu meinem Shop ist unten in der Videobeschreibung. Gerne abchecken. Das war's. Da gibt's natürlich noch viele andere Sachen. Und ja, könnt ihr gerne abchecken. Macht's gut. Haut da rein. Ihr seid die Besten und ciao.